Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir ein paar Lautsprecher gekauft. Ich war bei elektrowelt24.de, habe mir zwei Klipsch-Lautsprecher und einen Vollverstärker geholt. Und tolles Geschäft, große Auswahl, immer viel auf Lager. Wie man da hinkommt, das zeige ich euch jetzt. So einfach kommt ihr nach Elektrowelt, www.elektrowelt24.de. Eine Seite, die ist sehr übersichtlich, es ist immer sehr viel auf Lager, die Preise sind attraktiv. Wie gesagt, anrufen, E-Mail schreiben, das liebe Team von Elektrowelt24 macht euch ein super und faires Angebot. So, wir wählen jetzt mal den Standlautsprecher aus, wir gehen Klipsch, New Referenz, die haben wir, zack. So. Hier ist die 6000, die ich schon mal gehört habe, wo ich schon wirklich, ich war wirklich sehr positiv überrascht. Und hier haben wir die RP8000F in schwarz. Hier haben wir 564 Euro pro Stück und für mich ist ein absolutes Geheimtipp. Elektrowelt24.de auf der Linnischer Straße 64 in Köln. Wie gesagt, Angebot einholen, ihr könnt fast immer alles abholen, es ist wirklich sehr viel auf Lager. Ja. Ja, wie ihr gesehen habt, die haben wirklich sehr viel Auswahl. Wem irgendetwas gefällt, einfach anrufen. Das nette Team von Elektrowelt24 macht euch ein faires und super Angebot. Ja, zu Klipsch selber. Es ist wirklich ein toller Lautsprecher. Ich hätte es wirklich nie gedacht. Klipsch ist auch nicht mehr so spitz und aufdringlich wie früher. Das ist schon lange vorbei. Jetzt gerade die RP8000F, die ist wirklich neutral und das können wir natürlich später auch auf den Messungen sehen. Und da bin ich wirklich sehr positiv überrascht. Das fing so an, als ich damals, das war vor einem Jahr, habe ich in einem Studio die RP6000F gehört gegen B&W, KEF, Canton, da waren zig Lautsprecher. Und immer beim Hin- und Her-Switchen ist mir aufgefallen, mein Gott, diese kleine Klipsch, ja, die wirklich diese kleine 6000, die überzeugt mich sowas von. Richtig Gänsehaut-Feeling, nicht aufdringlich, mit schönem Tiefgang und Bassfundament und nie langweilig. Und habe gesagt, kann doch nicht wahr sein, ja. Und dann habe ich mal gefragt, was so eine Klipsch kostet. Ich bin fast vom Hocker gefallen, ne. Wir sind jetzt hier bei der 8000, sprich eine Nummer größer. Und aktueller Online-Preis sind ungefähr 600 Euro pro Stück. Und für mich ein absolutes Geheimtipp. Verarbeitung, Klang. Klipsch hat wieder ein bisschen aufgeholt mit der Verarbeitung. Und das Ganze könnt ihr euch gleich vom Nahen an sehen. Wir werden die Klipsch gleich auspacken, wir werden die aufbauen, wir werden die mit RW vermessen und gucken, was uns Klipsch so zu Papier bringt. Angetrieben werden die mit einem Advanced Acoustic XI105. Das ist ein solider Vollverstärker. Er hat wirklich 105 Watt auf 8 Ohm, auf vollen Frequenzgang, ab 10 Hertz. Also hier steckt wirklich richtig Power hinter. Die Klipsch selber, die braucht jetzt nicht so viel Power. Die macht ja schon aus einem Watt macht die ja schon um die 97 dB und das ist schon ordentlich gut, also die hat einen hohen Wirkungsgrad. Hier wird nicht viel Leistung gefragt, kann aber trotzdem viel Leistung vertragen. Den Vollverstärker werden wir aber in ein extra Video auspacken. Ich werde den auch mal aufschrauben und gucken, was so alles verbaut ist. Da könnt ihr euch freuen auf dem Video, das ist dann das Folgevideo. Wie gesagt, einmal abonnieren, dann verpasst ihr das Video nicht. Ja, gut. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Wir werden das jetzt auspacken und dann kommen wir später zu den Messungen. Alles klar, dann würde ich sagen, bis später. Tschüss.
So, wir vermessen jetzt einmal den Clip-Lautsprecher. Wir vermessen den Lautsprecher direkt. Das heißt, das Mikrofon ist unter einem Meter vom Lautsprecher und wir messen jetzt den Direktschall. So, das hier ist die Messung. Das ist halt hier alles raumbedingt. Hier geht es, also wie gesagt, der Hochton, der ist schön gerade. Er ist linear. Früher hat man dann hier wirklich nochmal einen ordentlichen Buckel gehabt bei den alten Clip-Lautsprechern. Das wurde jetzt etwas verbessert. Aber, wie gesagt, wir haben jetzt den Lautsprecher direkt gemessen. Wenn wir ab vom Hörplatz aus messen, sieht das Ganze gleich komplett anders aus. Und da bin ich echt positiv überrascht, wie neutral und gut dieser Clip-Lautsprecher ist. Ja, und vor allem diese Brillanz, die dieser Lautsprecher jetzt bietet. Tiefgang ist hier weit unter 30 Hertz. Also wir sind hier so bei 25 Hertz, bei minus 3 dB. Ist gesagt, Room Gain, das ist mein Raum hier. Da ist hier ist nichts optimiert für irgendwelche Lautsprechermessungen, aber für einen Anhaltspunkt ist das ganz okay. Und jetzt werden wir das gleiche nochmal messen, wenn das Mikrofon am Hörplatz ist. Schwupps. Ich habe das Ganze jetzt einmal am Hörplatz gemessen. Hier ist meine Raummode, die ist so bei 43 Hertz, ist hier in der Regel. Und wir können sehen, dieser Lautsprecher spielt verdammt gut in meinem Raum. Also ich bin hier echt positiv überrascht. Hier kann man den Bass zum Beispiel mit dem Vollverstärker absenken. Und das funktioniert auch ganz gut. Und klar, wenn man jetzt hier eine Perfektion einbauen möchte, dann kommt man über ein Mini-DSP nicht herum oder man nimmt irgendwelche Equalizer von irgendwelchen Programmen. Da gibt es viele, die auch wirklich sehr gut funktionieren. Und eventuell mache ich nochmal ein Video, wie man einen Lautsprecher entzerrt mit einem Equalizer über einer Software. Das wäre auch mal interessant. Aber hier, ihr könnt sehen, hier ist nichts aufdringlich. Die Clip spielt wirklich voll neutral hier in dem Bereich. Und das ist wirklich gut. Sie verliert nicht an Brillanz. Die Brillanz ist da. Ich mag das. Es geht richtig unter der Haut. Und auch von der, wie gesagt, von der Feinauflösung enorm zugenommen. Also das ist, man hört wirklich jeden Fitzel heraus. Und das gefällt mir an der Clip wirklich gut. Gut, das sind jetzt die Messungen. Einmal den Lautsprecher direkt selber und einmal am Hörplatz. Man merkt, die Clip, die verändert sich. Ist natürlich auch raumbedingt, muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, hier spielt die wirklich sehr, sehr gut und ich habe mich wirklich in diesen Lautsprecher verliebt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Fazit. So, da sind wir wieder. Ihr habt die Messung gesehen. Es ist ein verdammt guter Lautsprecher. Klipsch ist jetzt leicht Richtung diesem neutralen Weg. Also die sind nicht mehr so aufdringlich. Und was mir besonders gut gefällt bei Klipsch, die haben enorm an Feinauflösung zugenommen. Wenn ich jetzt eine ruhige Musik höre mit einer Frauenstimme, man hört wirklich alles heraus. Wenn die den Mund aufmachen, die Sänger, man hört jedes Schmatzen und jeden Fitzel. Also extrem gut. Und Klipsch halt, es sind brachiale Lautsprecher, die können Lautstärken. Es ist unfassbar, was hier abging. Wie gesagt, ich habe hier den Advance angeschlossen, der hat 2x105 Watt an 8 Ohm auf vollem Frequenzgang. Und Leute, unfassbar. Also das geht bis ins Knochenmark, also das muss ich sagen. Und was mir auch gut gefällt, man kennt das ja von früher, wenn man einen Clip-Lautsprecher gehört hat, man hat wirklich Dampf gegeben, dann kann es sein, dass es so ein bisschen unangenehm wird für die Ohren. Bei den neuen hier, bei den RP8000, nichts mehr. Also die wirken 0,0 aufdringlich.
Man muss auch dazu sagen, ist auch ein bisschen raumabhängig. Ne? Ich habe hier ein bisschen was mit dem Hochton gedämmt. Hier muss ich sagen, ich habe überall Molton-Vorhänge hier. Die dämpfen etwas den Hochton, muss man auch dazu sagen. Aber es klingt total lebendig, ohne aufdringlich zu wirken. Ist ein toller Lautsprecher. Ja, die Clips, die werden jetzt erstmal ein bisschen hier bleiben. Ich werde noch weiter testen bis Weihnachten. Und machen wir dann später nochmal ein Video. Ein Fazit werde ich nochmal machen über die Klipsch. Tolle Lautsprecher. Auch ein großes Lob an Elektrowelt24. Wer Klipsch-Lautsprecher sucht oder andere Sachen oder auch AVRs, die haben fast alles auf Lager. Die haben ein Riesenlager. Und wenn man da anruft, lasst euch ein Angebot machen. Mit den Jungs kann man reden. Und die machen euch ein faires und nettes Angebot. Ja. Gut, ja, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben, ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Das nächste Video wird stelle ich den Advanced Akustik Vollverstärker vor. Den werden wir auch mal auseinanderbauen und gucken, was da so alles drin ist. Also, da könnt ihr euch auch freuen. Und ja, dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.